Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Till von Till und sein Vlog und ich bin der Sashi und wir sprechen heute über den 21. Dezember. Warum nickst du eigentlich die ganze Zeit? Weil ich dir zustimme. Ja, am 21. Dezember hat Geburtstag Anke Engelke, kennst du? Kenn ich. Anke Engelke, einer der lustigsten Frauen im Fernsehen, die ich so kenne. Also immer, wenn die ein Interview gibt, könnte ich mich tot lachen, ja. Wegeimern, wegböllern, wie heißt ja. Man, sagt man? Ja, die ist gut. Ja, auch lustig, schlau. Lustig, lustig. Eine schlaue Frau, würde ich sagen. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ich kenne natürlich Anke Engelke auch von damals. Die ist doch mit einem von den Musikern von Stefan Raab zusammen. Weiß nicht, ob es gewesen ist. Also von den Heavytones. Ja, ob so war oder ob es so ist. Also es war auf jeden Fall so, ob es immer noch aktuell ist, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber ja. Auf jeden Fall kenne ich sie noch von ZDF-Ferienprogramm. Oh, das war ganz früh. Ja, mit Benny, dem Surferboy. War sie noch ein bisschen klein und moppelig. Und da hat sie dann halt die ganzen Kinderserien angekündigt. Das war ganz cool. Da habe ich immer gerne geguckt. Ja, Anke Engelke, geboren am 21. Dezember 1965. Jo. Ja. Aber am 21. Dezember ist noch was gewesen? Ja. Elvis besucht Nixon. Sagt dir nichts, oder was? Ich kenne Elvis, ich kenne Nixon, aber die redaktionelle Arbeit hier lässt zu wünschen übrig. Ich habe weder eine Jahreszahl noch sonst irgendwelche Fakten. Am 21. Man hat mir wieder nur diesen Satz hingeklöppelt. So, nimm dies. Hau es raus in die Welt und lass die Leute dumm sterben. Ich finde, das ist untragbar. Ich kann unter diesen Umständen hier nicht mehr arbeiten. Dafür ist mein Gehalt hier viel zu gering. Kriege ich überhaupt Gehalt? Nein, ich kriege gar kein Gehalt. Ich kriege kein Catering. Ich kriege gar nichts. Ich muss meine Fahrtkosten selber zahlen. Ich habe keine Lust mehr. So, und da kann Elvis und Nixon einpacken. Fertig. Ja. Hast du noch was? Fakt des Tages. Das Ziel von Golf ist es, so wenig wie möglich Golf zu spielen. Denk mal drüber nach. Bis morgen dann. Cheerio, Miss Sophie.